Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfies. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin2.de auf dem Server Chimera. In der letzten Folge hatten wir uns ja die Zodiac-Clown hier gemacht und die werden wir in dieser Folge weiter bearbeiten und hoffentlich plus 9 versuchen, beziehungsweise plus 9 auch machen. Und ja, kurze Info vorab, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, dann registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Link. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, jetzt kommen wir auch direkt schon zu den Live-Parts. Okay, jetzt kommt Versuch Nummer 6 auf die Zodiac-Klaue. Mal gucken. Jawohl. Der sechste Versuch hat jetzt endlich mal geklappt. Jetzt ist sie plus 7. Ich besorge mal kurz nach Hart. Okay, Versuch Nummer 1 auf plus 8. Hat gefailt. Nein, Digga. Nein. Ich habe jetzt hier nochmal 4 Schmiedebücher gekauft, weil ich noch genau 4 Titandioxide habe. Ich hoffe, dass die jetzt schnell auf plus 9 gehen. Ja, mal gucken. Ja, perfekt. Die sind wieder runtergedroppt. Sie werden wahrscheinlich ganz droppen, oder? Ah, ne. Sie sind direkt wieder auf plus 6 gegangen. Und sind auf plus 7 gegangen. Und sind auf plus 8 gegangen. Oha. Geil. Jetzt haben wir sie auf plus 8. Jetzt müsste theoretisch das nächste Schmiedebuch dann direkt plus 9 gehen. Aber ja, ich habe keine Materialien. Schade. Okay, gut. Ich habe ja noch Mondsteine im Lager. Und ja, komm. Das letzte Schmiedebuch. Ich riskiere es, es sind nur 20% Chance, dass das jetzt klappt. Die Hoffnung ist eigentlich nicht groß, aber vielleicht haben wir hier jetzt Glück. Vielleicht haben wir Glück. Komm schon. Ah. Es war so klar. Es war so klar. Vielleicht gehen sie ja wieder auf plus 8. Mal gucken. Nein, sind natürlich wieder gedroppt, ey. Scheißspiel, Mann. Ja, weiter geht's hier im Dings, jawohl, perfekt. Hat natürlich gefailt und jetzt fällt es wahrscheinlich nochmal. Nicht genug, ja. Ja, perfekt. Okay, letzte Schmiedebuch bzw. letzte Titandioxid. Mal gucken, diesmal machen wir von rechts. Ja, sie sind wieder auf plus 7. Okay, nice. Okidoki, es hängt zwar gerade übelst hier, aber ich hoffe, dass das Hängen jetzt ein gutes Zeichen ist. Oh Gott im Himmel, ey. So, jetzt geht's. Let's fucking go. Ja, sie sind wieder auf 8. Wir haben wieder 9er Versuch, Jungs. Nice. Okay, für den nächsten plus 9er Versuch gehe ich mal zur alten Frau. Und zwar möchte ich gerne, ich würde mir gerne was vorhersagen lassen. Ich habe heute normales Glück. Okay. Testen wir mal aus, ob ich heute wirklich normales Glück habe. Denn wir werden jetzt hier so der Clown zum zweiten. Das ist jetzt der zweite Versuch auf plus 9. Ich würde es auf jeden Fall fühlen, wenn das jetzt klappt. Komm schon. Nein, du Drecksgame, ey. Oh Mann, gönn doch. Es wäre so schön gewesen, wenn die jetzt auf 9 gegangen wären. Ach Mann. Jetzt habe ich aber genug Material. Schnell den nächsten plus 8er Versuch. Ja. Das war irgendwie klar. Das war irgendwie klar, dass sie wieder auf plus 6 gehen. Ich bin jetzt aktuell Ausgaben für diese Zodiac-Clown plus 6 übrigens schon bei 70 Won. Okay, der nächste plus 6er Versuch ist am Start. Mal gucken. Ja, sie sind wieder auf plus... Ach, plus 6er Versuch, habe ich gesagt, ne? Sie sind wieder auf plus 7. Ich werde mal eben schnell einen Achat besorgen. So, jetzt habe ich aber definitiv genug hier. So, jetzt machen wir aber dieses Mal einmal auf 9 und dann erst. Ja, und jetzt ohne zu zucken. Nicht genug Yang. Dieses Game, Digga. Wetten wir, die wären jetzt auf 9 gegangen. Wir haben jetzt 100k rübergegeben. Jetzt dürfte das, denke ich mal, kein Problem mehr sein mit diesem verschissenen Yang. Ah, oh, ich weiß einfach schon, dass die jetzt wieder failen werden, ne? Weil ich kein Yang hatte. Aber wir gucken mal. Einmal wieder auf 9. Oh, wieso? Wieso gönnt es nicht? Mann, wieso gönnt es nicht? 3 Schmiedebücher bereits auf plus 9 versucht. Ach, so eine Pisse, Mann. Let's go. Der nächste plus 8er. Ja. Und perfekt, sie sind wieder auf plus 6. Ich lasse mal kurz die Aufnahme laufen, weil ich mir einfach schnell noch ein Titandioxid hier gerade kaufe und das rüberhandel. Die sind aktuell... Ja, okay. Hab wieder eins gekauft. Schnell. Hopp, 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 zack. Ja, sind wieder auf plus 5. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Und plus 4. Oh, komm, plus 3. Komm, wir machen plus 3. Komm. Na, sie sind nicht plus 3 gegangen. Komm, wir wollen das Ding plus 3 haben. Ja, ich will das plus 3 jetzt sehen. Komm. Nee. Jetzt zickt es hier ein bisschen rum und sie sind wieder auf plus 6. Ach, 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 ach. Okay, der nächste plus 7er Versuch
ist da. Und er hat wieder gefailt. Ach, ist das toll. Und sie sind wieder auf plus 6. Ey, ich habe eine Idee. Wir tricksen jetzt das gesamte System aus. Wir haben jetzt hier Zodiac-Clown plus 6. Drei Schmiedebücher, Titandioxid, Achat und Mondschein am Start. Doch genug hiervon. Und jetzt ziehen wir die einfach in einem Rutsch auf plus 9. Pass mal auf hier. Zack, zack, zack. Ah, schade. Das System hat nicht funktioniert. Das System hat überhaupt nicht funktioniert. Kacke. Oh nein, jetzt muss ich wieder Mondis öffnen. Ich habe jetzt nochmal zwei Schmiedehandbücher und zwei Titandioxide. Mal gucken, ob die Zodiac-Clown wieder auf plus 7 gehen. Mal gucken. Einmal kurz Nein drücken. Jawohl. Mal gucken, ob sie auf plus 8 gehen. Wir machen das jetzt einfach nochmal, diesen Trick hier. Ah. Scheiße. Okay, nochmal auf plus 7 versuchen. Dieses Mal ohne Nein zu drücken. Hat nicht funktioniert. Schade. Und ich glaube, ich habe auch jetzt keine Zodiac-Schatullen mehr. Weiter geht's mit dem Geappe. Die müssen nämlich weiterhin immer noch auf plus 9. Und sie sind wieder gefailt auf plus 7. Und ja gut, ich habe direkt noch einen Versuch auf plus 7. Nice. Dieses Mal wieder mit Nein. Jawohl, sie sind auf plus 7. Ah, weiter geht's. Werden sie auf plus 8 gehen? Wir werden es versuchen, ohne auf Nein zu klicken. Nein, sie sind wieder auf plus 6 gedroppt. Alter, das geht ins Geld. Wir nähern uns jetzt tatsächlich auch dem Ende. Ich habe nur noch 6 Won und dementsprechend versuchen wir jetzt die Zodiac-Clown mit den letzten Items, die ich hier habe, hochzukriegen. Mal gucken. Ja, und sie sind natürlich gefailt. Es ist so klar. Also Zodiac-Waffen selber machen ist aktuell echt unfassbar teuer. Aber naja, gleichzeitig mache ich natürlich ein bisschen Content. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich noch einen 8. Versuch. Eine Sekunde. Also, das hier sind jetzt wirklich die letzten Versuche, die ich hier habe. Kriegen wir sie auf plus 8? Geht sie nochmal hoch? Mal gucken. Nein. Ja, damit ist das Projekt Zodiac-Clown erstmal auf Eis gelegt. Ich kann euch jetzt mal kurz zusammenfassen, wie viele Versuche ich jetzt eigentlich hier gebraucht habe. Also, ich lese euch mal kurz vor. Wir sind bei 22 Versuchen plus 7, 8 Versuche plus 10, 9 Versuche plus 3. Insgesamte Ausgaben jetzt für diese Zodiac-Clown plus 6, 161 Won. Die Mondsteine übrigens nicht mitgerechnet. Ja, für 161 Won, da hätte ich noch ein bisschen drauflegen können, dann hätte ich fertige plus 9er gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir jetzt mit demselben Amount of, machen wir jetzt weiter bei den Zodiac-Clown oder hören wir auf? Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein Päuschen machen. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ich weitermachen soll. Und kurz noch eine ganz kleine Info vorab. Bevor jetzt wieder die Frage aufkommt, warum ich mir nicht direkt fertige gekauft habe. Man will es immer selber probieren und natürlich, ich brauche ja auch ein bisschen Content, beziehungsweise ich will euch ja auch ein bisschen Content zeigen und das Gambeln gehört zum Game einfach dazu. Deswegen wollte ich das einfach jetzt mal selber probieren, bin natürlich jetzt mies auf die Schnauze gefallen, 160 Won weg und die Clown sind nur plus 6. Wenn sie plus 9 wären, würde ich sie natürlich selber switchen, das wäre nochmal extra Content, sage ich mal, auch für kleine Segnungen zu farmen und so. Aber naja, die Rechnung ging nicht auf, hatte leider kein Glück. Naja, hätte auch klappen können. Ach komm, was soll's. Ich habe gerade noch ein Titandioxid kaufen können. Jetzt sind wir tatsächlich dann bei 164 Won. Einfach mal kurz Drachensegi drüber ziehen und gucken, ob's klappt. Nein, hat natürlich gefailt. Und ja, damit sind sie plus 4. Gehen sie wenigstens wieder auf 5. Ja, sie sind wieder auf 5 gegangen. Aber jetzt habe ich... Oh, warte. Ja, okay. Jetzt sind wir komplett im Bruch. Ich habe kein Geld mehr. Und wir reden hier wirklich gerade von gar kein Geld mehr. Ich bin komplett lang. Ach du Scheiße. Die Dinger haben mich gebrochen. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ich mir die nicht doch einfach fertig kaufen soll. Da das selber Herstellen mit den Zodiac-Klauen nicht so gut funktioniert hat, werde ich mir jetzt welche kaufen. Es gibt aktuell für 165 Won Zodiac-Klauen plus 9. Die haben schon Eis plus 3 drauf, 7 Eis, 12 AW. Die haben als Boni 28 DSS, 10 dB, 10 Teufel, 30 AW. Wir werden mit dem Lykana die 100 dB definitiv knacken. Ich habe mir das ausgerechnet, wir sind dann irgendwie bei 111, 112 dB. Und ja, dementsprechend haben die dann quasi 10 dB mehr. Und 10 dB mehr sind dann auch gleichzeitig irgendwie sowas wie 12, 13, 14, 15 DSS mehr.
Und ja, vom Schaden her werden die, wenn ich über den DB-Wert dann gehe, ungefähr genauso viel Damage machen wie Zodiac Clown mit 40 DSS. Das heißt, wir werden die von den Bonis 1 bis 5 erstmal so lassen. Aber die werde ich definitiv irgendwann noch drehen. 6. 7. werde ich sehr wahrscheinlich mit dem Lykaner direkt angehen. Also wenn wir da kleine Segnungen farmen, werde ich da auf jeden Fall dran arbeiten, weil 3 AW sind mir zu wenig. Da will ich nämlich so 7 bis 8 Mädchen drin haben. Gut, das habe ich genug erklärt. Zodiac Clown plus 9, 165 Won. Der Preis ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Wir haben nämlich das letzte Mal haben wir für Zodiac Clown plus 4, glaube ich, 162, 163 Won gezahlt. Und ja, 6. 7. schon drin, wie gesagt. Wichtigste an den Zodiac Clown hier ist tatsächlich jetzt eigentlich nur, dass die plus 9 sind, dass der 6. 7. schon drin ist und dass die schon Eis plus 3 drauf haben. Die Bonis 1 bis 7 sind mir eigentlich wirklich absolut scheißegal jetzt gerade. Hauptsache, die Dinger sind plus 9 und man kann quasi 1 bis 7 jetzt selber in Angriff nehmen. Ja, und jetzt hat der Lykaner tatsächlich auch schon Zodiac Clown plus 9. Und jetzt muss ich mal gucken, was wir uns als nächstes kaufen. Aber ja, wordenmäßig ist jetzt erstmal Schluss.